dann durch in Wirbel drücken. Der wehrt sich dieses Jahr, Leute. Der will es. Ich glaube, die Sinne sind schwer dieses Jahr, oder? So, jetzt. Brenne Sündenbock dahin, auch das ein neuer Narr ich bin. Nimm den alten Zählerdreck, euch für alle Mal mir weg. Unbeschwert kann ich jetzt lachen und in der Fasnet lass ich's krachen. Ja, Yvonne, wir hinter euch im Hintergrund, der sieht ganz gleich aus. Der hat irgendwo das Fasnetzfieber. Und da hilft aber bloß aus. Den müssen wir zum Narr brauchen. Jürgen, komm doch einmal da vor. Du hast da jetzt auch, gell? Ja, und bei uns ist es normal üblich, dass jeder auch einen Pater hat. Und da wir dieses Jahr bei uns intern im engen Rahmen sind, haben wir natürlich einen Getauften, der jetzt Pate macht und später mal auf der Jürgen aufpasst und zu ihm sagen, so, Bruder, komm mal mit. Und wenn er nachguckt, ich glaube, ihr kennt ihn, der wird dann daneben steht. Unser Markus hat sich bereit erklärt, Pate beim Jürgen zu machen. Ja? Und auf ihn aufzupassen, dass wenn er unterwegs das Jahr ist, dass ja nichts passiert. Gell? Okay, und zu jeder Söhne und zu jeder Taufe gehört zuallererst einmal eine Vereidigung. Söhne, kommst du? Nachher gibt es auf dieser Erde mehr als Esel, Ochs und Pferde. Doch die wenigsten, mein Bruder, geben es wirklich offen zu. Und sind, ihr werdet es jetzt gleich hören, bereit auf Narretei zu schwören. So Jürgen, damit wir das auch komplett machen, auf Felshafen hat sich natürlich auch an Regeln zu halten. Und die sind. Und du tust jetzt damit, wenn du mir sagst, ich gelobe, tust du das bekräftigen, dass du dich da auch dran hältst. Ne? Also, ich gelobe, mein Held pfleglich zu behandeln, es sauber und in Ehren zu halten. Ich gelobe. Ich gelobe, mich an die Häsordnung zu halten. Ich gelobe. Ich gelobe mich den Anweisungen des Zunftmeisters und des Zunftrates Folge zu leisten. Ich gelobe. Ich gelobe mich an den Grundsätzen der schwäbischen alemannischen Fasnet zu halten. Ich gelobe. Ich gelobe auf möglichst vielen Umzügen und Veranstaltungen dabei zu sein und mitzumachen. Ich gelobe. Ich gelobe, vom Alkohol nur so viel zu trinken, wie reinläuft und dass nichts ausläuft. Ich gelobe.
Ich gelobe, das Zelt nicht selbst zu schlecken, sondern den anderen ins Maul zu schmieren. Ich gelobe. Gut, das werden wir kontrollieren. So. Ja, Yvonne? Erhebet euch, denn jetzt kommt live die altwürdige Knarrezeit. Wasser ist für kleine Kinder. Wir nehmen Zelt, das ist viel länger. Auf das euch in der Busch rumrecht, denn ist ein Ladungskonto drin. Genau, und ist das unser Markus machen? Kommt her, denn ich erziere und lasst euch ums Maul rumschmieren. Kunstmeister macht der Hafer auf und lanciert live zum Narretau. Ja, lang nur nein, Markus. Du darfst das heute in meinem Mann machen. Hier betrauchen wir dich, Jürgen, zur Gesellschafterin. Und wie das gemacht wird, man schmiert das Gesalz ums Maul rum. Und es auch noch ein bisschen, das war gut. So. Trage dein Häs mit Stolz und halte es in Ehren. Gratuliere dir. Du darfst dieses wunderbare Tuch, warte mal schön, erstmal nicht mal ein Foto machen. La Foto. Jetzt machen wir auch nicht mehr, dass wir es ins Internet reinbringen. Schmeckt das Zelt gut. So. Schmeckt Zelt? Zelt schmeckt. Jetzt den dann nochmal schön ins Gesicht putzen, sonst ist das Häschen hinüber. Mh, klasse. So. Richtig gutes Salz, Martin, mit Würze. Das muss ich mal probieren. Also, jetzt haben wir mal, sowas bestätigen wir natürlich mit ein paar kräftigen Rufen. Schmeckt's Salz? Salz schmeckt! Komm! Hafermann! Salz! Hafermacher, ja, das sagst du. So, noch ein bisschen lieber. Also, und natürlich begrüßen wir dich ganz herzlich in unserer Gruppe. Der Markus überreicht dir noch eine Urkunde. Ich weiß nicht, wie geht es mit der Laufe? Genau. Hiermit bestätigen wir, dass Herr Jürgen Adametz heute, 6. Januar 2011, offiziell getauft und Mitglied der Brauchtumsgruppe der Tonstecher und Gesellschafterin mit allen Rechten und Pflichten ist. So, halt mal ins Bild. Und natürlich gehört der Tauflöffel dazu. Der Tauflöffel gehört ans Häs und zwar immer. Und wenn er fehlt, dann kostet es eine Runde. Und jetzt fehlt natürlich noch das Wichtigste. Und da würde ich sagen, unser Häswart überreicht dir jetzt ganz offiziell deine Laufe mit dem Laufbändel 2011. Ihr wisst ja, Laufe am Mann nie alleine liegen lassen. Wenn ich es erwischt, kostet es. Also, das ist noch ein Beifall wert, oder? Also, und jetzt würde ich sagen, hast du noch was? Ja. So, wir Narren sind bereit für die neue Fasnetzzeit. Und wir alle sind dabei bei der Fasnetz-Narre-Day. Bleibe da, ihr liebe Gäste, essen, trinken, feiert Feste. Denn heute beginnt mit Saus und Brausen Fasnetzzeit in Salzhafhausen. Salzhafhausen! Nein! Also, gehen wir zum gemütlichen Teil, nehmen Platz, gibt Kaffee, Kuchen, irgendwo haben wir noch einen Glühwein, einen Kinderpunsch, Bier, alles da. Bedient euch bitte selber, wer nichts hat, ist selber schuld. Auch unsere Gäste bitte. Keine Angst. Jetzt, du, ich habe gestern gesagt, ich wohne nicht der Schüchter, ich stand jetzt auf der Bühne und hat die Kinder verbunden.